Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schlemmergermann-Video. Heute machen wir mal Oxymel. Oxymel ist schon seit der Antike bekannt und heute machen wir auch die antike Variante. Denn ich habe schon jetzt bei den Recherchen gesehen, okay, das Ding ist wirklich noch im Trend. Also das ist jetzt wieder richtig schön im Kommen und alles. Ich habe unzählige Videos dazu gesehen und muss sagen, okay, es gibt Unterschiede. Dazu kommen wir gleich, denn ich hoffe, ihr habt Stift und Zettel dabei, denn das mit den Zutaten wird jetzt schon doch durchaus umfangreich, denn wir machen den Oxymel aus Honig, na, der ist hier drin, und Weißweinessig. Auf jeden Fall Oxymel. Was ist Oxymel? Bedeutet eigentlich ganz einfach übersetzt Oxy, das Saure, ne, also der Essig, und Mel ist der Honig. Und saurer Honig ist sozusagen die korrekte Übersetzung davon. Die Römer zum Beispiel, die mochten ja selbst eine süß-saure Variante. Also sehr, sehr oft, und das war wirklich sehr beliebt bei den Römern. Deswegen ist das hier wirklich so eine Art Grundzutat. Denn in vielen Rezepten liest man immer wieder Oxymel und demzufolge wird das jetzt auch ein Grundrezept-Video. Allerdings machen wir dann natürlich noch etwas aus dem Oxymel. Auf jeden Fall besteht jetzt einfach nur die einzige Herausforderung. Wir haben den Honig und wir haben den Weißweinessig. In den heutigen Varianten habe ich jetzt eigentlich immer gesehen, dass immer Apfelessig verwendet wird. Auch ein Ticken der Bekömmlichkeit, denke ich mal. Ich habe jetzt vom Volumen her sozusagen 1:1 genommen. Das heißt, man kann es an sich mischen, wie man möchte. So, und das Ganze muss ich jetzt einfach schön auflösen und zu einer einzigen Flüssigkeit werden. Dem Oxymel selbst werden viele positive Eigenschaften zugeschrieben, vor allem Magen-Darm-Trakt. Aber es soll auch schleimlösend sein. Und gut, wir haben natürlich die guten Inhaltsstoffe des Honigs und des Essigs. Man kann jetzt theoretisch gesehen auch 1-2 Löffel davon nehmen, in ein Wasserglas machen und dann hat man so eine Art Posca eigentlich. So, mal probieren. Viele nehmen das auch so, wie ich es jetzt gerade getan habe. So ein Löffel am Tag, da gibt es wirklich viele, die darauf schwören. Und ja, das ist halt wirklich ein richtig erfrischendes, süßes Erlebnis. Also hat wirklich was vom Posca. Und wie gesagt, das ist noch mal ein bisschen verdünnt. Ist echt eine super Variante. Und ja, es wird auch beschrieben, dass manche das bei Wunden zur Wundheilung mitverwenden. Also ja, ob das jetzt gegen alles hilft, weiß ich nicht. Also das müsste man halt wirklich erproben. So, ich habe hier ein Stückchen Schweinefleisch vorbereitet. Und jetzt kommt das Schöne. Man kann Oxymel einfach für alles verwenden. Ab damit aufs Feuer. Schöne hierbei ist, das Fleisch nimmt jetzt eine schöne Säure mit an und ebenso die Süße vom Honig. Das heißt, wir haben jetzt eine Karamellisierung mit dabei und das Ganze dürfte, auch nach meinem Denken, durchaus schmackhaft werden.
hat was von einem römischen Barbecue. Noch ein bisschen karamellisierte Soße drüber. So. Na, ganz ehrlich, also mehr brauchst nicht. Das ist also mit dem römischen Barbecue jetzt gar nicht so verkehrt gelegen. Diese Süße und diese leichte Säuernis, das könnte eine Barbecue-Soße beinahe sein, ganz ehrlich. Durch das Feuer hat es natürlich jetzt nochmal so ein bisschen dieses Holz-Raucharoma angenommen. Es ist geil. Es ist einfach nur geil. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viel Zutaten man so in so eine Barbecue-Soße reinmacht. Und das hier allein schon. Man braucht nicht mehr. Es ist, oh, ich kann euch den Geschmack gar nicht so richtig beschreiben. Es ist so, so lecker, so süß, so karamellisiert und oh. Ey, das, ja. Perfekte Verwendung hierfür, aber es geht ja eigentlich hier drum, das toppt es nur gerade, um zum Oxymel zurückzukommen. Also ihr seht, was man draus machen kann. Man kann es auch als Gewürz irgendwo mit hineinmachen, als Würzflüssigkeit. Und wie gesagt, man kann es so trinken, man kann es mit Wasser trinken. Es ist eigentlich ein richtig, richtig geiles, ja, Grundrezept. Wie gesagt, das ist ein Grundrezept hier. Und das hier in so einer Form könnt ihr schon mehrere Wochen noch aufheben, weil der Honig und der Essig, das ergänzt sich nochmal so ein bisschen in der Haltbarkeit. Man kann das vorsichtshalber noch im Kühlschrank tun. Es kann aber auch außerhalb des Kühlschranks gelagert werden. Wie lange es jetzt genau dann haltbar ist, kommt natürlich aufs Mischungsverhältnis an. Wie gesagt, ich habe jetzt 1:1 gemacht. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall dann beobachten. Ne? Aber ich denke mal, wenn man das regelmäßig verwendet, und glaub mir, so lecker wie das ist, verwendet ihr es regelmäßig. Das ist, ja. Davon werde ich mir definitiv öfters noch was machen. Ganz ehrlich, also da bin ich jetzt wirklich so von überzeugt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so geil ist. Also schon allein der Geschmack, der pure Geschmack, ist schon richtig gut. Hat schon wirklich dieses Posca-ähnliche. Aber jetzt nochmal so angebraten. Klar, da brauche ich natürlich eine ganze Menge für, um das erstmal so hinzubekommen. Ihr habt ja gesehen, es war vorhin allein schon mehr Essig drin. Und dann noch der ganze Honig. Also das wäre jetzt rein theoretisch voll gewesen. Die Menge habe ich jetzt verwendet zum Braten. Ja, es ist viel Masse, was sozusagen dabei drauf geht. Aber es lohnt sich vom Geschmack. Ich könnte mir das auch gut bei Fisch vorstellen. Ja. Eigentlich bei jeder. Ich wüsste jetzt keine Tierart, wo ich mir das nicht vorstellen könnte, ganz ehrlich. Oder, was auch gut wäre, zum Beispiel, wenn man es als Salat macht, Salatdressing. Da hätte man, also das würde ich dann vielleicht nochmal einen Ticken verdünnen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu extrem für normalen Salat. Aber, obwohl, probiert es aus, wie es euch schmeckt, ganz ehrlich. Ich könnte es mir jetzt auch ehrlich gesagt so vorstellen, dass man das so an den Salat macht. Von daher, ja. Also mir gefällt es sehr gut. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert davon. Obwohl es ein Grundrezept ist, muss ich sagen, Daumen hoch. Und vor allem ist es schnell gemacht. Es ist wirklich extrem schnell gemacht. Wenn man es braucht, einfach Essig, Honig zusammen, fertig. Ja. Man kann das, also in den heutigen Videos, die ich dazu gesehen habe, wird es noch mit Kräutern aromatisiert und so weiter. Es kann wirklich noch vielfältig in verschiedenster Form eingesetzt werden. Und das finde ich halt so geil, dass es halt wirklich so ein Grundrezept ist, wo man noch viel draus machen kann. Und ja, demzufolge war es das jetzt erst, bevor ich jetzt hier noch in Lobpreisung ohne Ende ausströme. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Ne? Schreibt gerne mit in die Kommentare, falls ihr es auch mal selbst nachmacht, schreibt es mit unten rein, wie es euch geschmeckt hat. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gemacht, vielleicht habt ihr schon mal die modernen Videos dazu gesehen.
Ich auf jeden Fall, ja, würde dem Ganzen schon mal persönlichen Daumen nach oben geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das bei diesem Video ebenfalls tut. Ansonsten, hier sind wieder die PayPal-Spender nebenbei eingeblendet. Vielen Dank dafür, ne, dieser Kanal. Ja, den unterstützt ihr auf jeden Fall sehr damit, weil die Kochsachen und so weiter, das ja, finanziere ich ja alles selbst und von daher bin ich natürlich über jede Hilfe froh. Den PayPal-Link, falls ihr mich noch unterstützen wollt oder falls ihr ein kleines Trinkgeld da lassen wollt, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung, gut, in dem Fall ist es jetzt nicht wirklich ausschlaggebend, dass da auch die Zutaten mit drin sind, weil das ist jetzt nun wirklich überschaubar, sage ich mal. Aber ich schreibe es immer mit unten rein, ne, weil letztens haben wir auch schon einige wieder gefragt, wie es aussieht mit der Zutatenliste. Steht immer unten in der Videobeschreibung mit drin. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Schlemmergammern-Video wieder. Ciao!